Samstag im Süden und Osten Schauer, am Sonntag dann insgesamt unbeständig mit Regen, Schauern, einen Tick kühler. Also kommende Sonntag ist dann das Kontrastprogramm zum vergangenen Sonntag, aber es kann ja nicht immer die Sonne scheinen. Etwas Regen, die Natur freut sich. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier bei Tagesschau 24. Nach 8 Wochen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine spitzt sich die Lage in der Hafenstadt Mariupol offenbar immer weiter zu. Von russischer Seite hieß es jetzt, das umkämpfte Stahlwerk werde noch heute komplett eingenommen. Ein ukrainischer Präsidentenberater machte Russland in der Nacht ein Angebot für unvoreingenommene Gespräche. Es soll darum gehen, die im Stahlwerk verbliebenen Soldaten und Zivilisten vielleicht doch noch zu retten. Die Kämpfe im Osten der Ukraine gehen wie hier in Kramatorsk unvermindert weiter. Der Gouverneur von Luhansk erklärt, russische Streitkräfte hätten 80% der Region eingenommen und auch die Hafenstadt Mariupol ist weiter umkämpft. Dort kämpfen auf russischer Seite auch tschetschenische Einheiten. Deren Anführer Kadyrov stellte den ukrainischen Streitkräften im Stahlwerk Azovstal via Telegram ein neues Ultimatum. Heute, vor oder nach dem Mittagessen, wird Azovstal vollständig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte sein. Eine für gestern geplante Evakuierungsaktion aus Mariupol ist laut der ukrainischen... Die Linken-Vorsitzende Wissler will die Partei nach dem Rücktritt von Co-Chefin Hennig Welso vorerst allein weiterführen. Aber auch sie steht ja unter Druck, denn in ihrem hessischen Landesverband hatte es nach Medienberichten Grenzüberschreitungen gegeben. In Frankfurt am Main, da äußern sich jetzt Fraktions- und Landesvorstand zum Umgang mit den Vorwürfen. Und wir schalten uns live dazu. Wir sind das auch schon angegangen. Wir haben, was ich allerdings auch zurückweisen möchte, ist, dass wir schon vor Jahren von diesen Vorfällen wussten. Dem Gremium geschäftsführender Landesvorstand ist Ende 2018 ist es uns bekannt geworden, dass es so etwas gibt. Und wir haben dann auch direkt gehandelt. Da wir alle etwas, ja auch Laien sind im Umgang mit diesem Thema, haben wir uns an eine professionelle Beratungsstelle gewandt und haben gefragt, was sind jetzt auch die richtigen Schritte, die wir gehen sollen. Diese Beratungsstelle hat uns angeraten, dass wir Gesprächsangebote an die Betroffenen machen, was wir auch getan haben. Die wurden allerdings bis in einem Falle abgelehnt. Wir haben dann als nächstes unsere Gremien dann auch soweit informiert und haben weiterhin einen Verhaltenskodex, den haben Sie, glaube ich, auch vorliegen, den haben wir im März in unserer Landesvorstandssitzung beschlossen. Und darüber hinaus werden wir in unserer nächsten Sitzung Ende April Vertrauenspersonen benennen. Was uns sehr bewegt, ist, dass wir inzwischen Angebote bekommen von Menschen von außen, die gar nichts mit uns zu tun haben, die uns unterstützen wollen als unabhängige Vertrauenspersonen. Wir werden auch dem Beispiel der Bundespartei folgen und gucken, dass wir unabhängige Expertinnen, Experten bekommen. Also die Bundespartei hat ja gestern beschlossen, dass sie ein externes Team aufstellen will und wir werden Sie bitten, dass Sie uns bei der Aufarbeitung dieser Fälle behilflich sein wird. Wir hatten gestern eine Sondersitzung des Landesvorstandes und haben weitere Schritte beraten, wie wir vorgehen. Wir wollen in Zukunft verändern, dass solche Dinge überhaupt möglich sind. Ob wir es tatsächlich verhindern können, wissen wir nicht, aber wir wollen es so schwer wie möglich machen. Wir wollen als feministische Partei diesem Anspruch auch gerecht werden und müssen da noch eine ganze Menge dafür tun und das werden wir angehen. Und da haben wir gestern auch schon Schritte besprochen, wie wir das in die Tat umsetzen können. Und dazu wird Jan Schalauske dann auch noch Stellung nehmen.
das war es zuerst einmal von meiner Seite. Entschuldigung, das war ein Versprecher. Ende 2018 sind die Vorwürfe gewesen und wir haben Ende November 2021, Ende November, da haben wir erstmalig Kenntnis von diesen Vorwürfen erlangt. Das war ein freudscher Versprecher. Vielen Dank, Petra Heimer. Und dann würde ich das Wort an Jan Schalauske direkt geben. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will zu Beginn auch noch mal ganz deutlich sagen, dass die bekannt gewordenen Fälle von Sexismus und sexueller Gewalt unsere Partei tief erschüttert haben. Sie haben uns alle tief erschüttert. Sie haben auch mich persönlich tief erschüttert. Wir bitten alle die, die Opfer von Übergriffen in unserer Partei geworden sind, ausdrücklich um Entschuldigung. Und wir wollen auch um Entschuldigung dafür bitten, dass uns die Vorwürfe unvorbereitet getroffen haben und dass trotz unserer Anstrengungen zur Aufklärung und Aufarbeitung aufgrund von nicht vorhandenen Strukturen sicher auch Fehler unterlaufen sind. Sexismus und patriarchale Strukturen durchziehen alle Bereiche der Gesellschaft, macht vor linken Organisationen nicht Halt, auch nicht vor unserer Partei. Und für uns steht fest, und daran wollen wir arbeiten, sexualisierte Gewalt und sexualisierte Strukturen, sexistische Strukturen dürfen in unserer Partei keinen Platz haben. Wir stehen als Hessischer Landesverband, aber auch als Gesamtpartei vor einem großen Prozess der Aufarbeitung und der Aufklärung, den auch wir weiter vorantreiben wollen. Ich glaube, die Vorwürfe müssen für uns alle ein Weckruf sein, wenn wir unserem Anspruch als einer emanzipatorischen Partei gerecht werden wollen. Dann müssen wir uns, Petra Heimer hat es angesprochen, dann müssen wir uns verändern, wir müssen handeln. Wir brauchen in der Partei einen Lernprozess, einen tiefgreifenden Kulturwandel, eine Kultur des Hinschauens, des solidarischen Aufarbeitens von alltäglichen und sexistischen Verhaltensweisen. Klar ist auch, Petra Heimer hat es angesprochen, die Vorwürfe müssen umfänglich aufgeklärt werden, denn wir haben als Partei eine besondere Verantwortung. In Hessen ist uns schmerzlich bewusst geworden, dass es ein gravierender Missstand ist, dass es bislang keine Strukturen in unserem Landesverband gab, an die sich Betroffene wenden konnten. Das hat der Aufarbeitung geschadet und dafür tragen wir Verantwortung. Und es hat auch zu wenig Sensibilität gegeben. Aber wir sind nicht untätig gewesen. Dazu hat Petra Heimer schon einiges gesagt. Der Verhaltenskodex, den wir am 4. März beschlossen haben und der auch noch immer in einem Entwicklungsprozess ist, also der auch weiter verändert werden wird, bei dem wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen ihn fortentwickeln. Wir wollen ihn in innerparteiliche Debatten tragen. Wir wollen Schulungen und Veranstaltungen machen, um eben eine Kultur des Hinschauens und eine höhere Sensibilität zu entwickeln. Wir stellen auch fest, dass erste Kreisverbände, und wir begrüßen das, entsprechende Seminare oder aber auch eigene Strukturen schaffen wollen. Wir legen auch einen wichtigen Augenmerk auf die Einrichtung von Vertrauenspersonen, die unabhängig von den gewählten Gremien und den Funktionsträgern ein vertrauensvoller Anlaufpunkt für Menschen werden sollen, die von Sexismus und sexuellen Übergriffen betroffen sind. Diese Personen müssen unabhängig sein. Und wir sind wirklich sehr dankbar, dass sich bereits Menschen aus beispielsweise gewerkschaftlichen oder kirchlichen Zusammenhängen eigenständig von sich aus bei uns gemeldet haben, um uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Wir diskutieren darüber hinaus, und ich sage jetzt ausdrücklich diskutieren, auch, ob wir antisexistische Schulungsangebote für Funktionäre verpflichtend machen. Es gibt auch die Überlegung, Satzung, Geschäftsordnung und Schiedsordnung so zu ändern, dass es auch unterhalb eines Parteiausschlussverfahrens entsprechende Ordnungsmaßnahmen, vielleicht auch nur zeitweise bei Fehlverhalten ergriffen werden können. Aber auch das ist ein Diskussionsprozess. Das ist noch keine
Beschlusslage. Und weil wir eben gemerkt haben, dass wir als Landesverband, der bisher keine Strukturen für die Aufklärung der bisher noch keine solchen Strukturen hatte, dass wir bei der Aufklärung und Aufarbeitung auch an Grenzen stoßen. Und deswegen bitten wir die bereits existierende Vertrauensgruppe der Bundespartei, besser aber noch die angedachte Expertinnen- und Unterstützerinnengruppe, die jetzt geschaffen werden soll, sich den Vorwürfen und Vorfällen in Hessen fachlich fundiert anzunehmen, die Betroffenen zu unterstützen und auch uns in dem Prozess der Aufklärung und Aufarbeitung zu unterstützen. Ich will noch kurz was zur Landtagsfraktion sagen. Auch die beabsichtigt, zeitnah eigene Strukturen und Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt aufzustellen. An Orten, wo Menschen hauptamtlich arbeiten, muss auch eine nochmal spezielle Sensibilität und eine spezielle Reflexion stattfinden. Wir wollen auch in der Fraktion eigene Awareness-Strukturen und Ansprechpartner einrichten und wir wollen das Thema toxische Männlichkeit und Rollenverhalten in den Mittelpunkt interner Fortbildungen stellen. Und wir haben nach einem Beschluss der Fraktionssitzung nach den Osterfeiertagen einen betroffenen Fraktionsmitarbeiter mit unmittelbarer Wirkung bis auf Weiteres freigestellt. Zum Abschluss will ich jetzt sagen, Die Linke ist in einer tiefen Krise. Die aktuellen Fälle verschärfen diese massiv. Das kann niemand in Abrede stellen. Aber wir bekommen in dieser schwierigen Zeit auch viele Rückmeldungen, die sagen, arbeitet die Vorfälle auf, verändert eure Strukturen, verändert eure Kultur, denn wir brauchen eine starke linke Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit, Frieden und einen sozial-ökologischen Umbau einsetzt. Vielen Dank, Jan Schalauske. Dann übergebe ich an Michael Erhard. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das können wir jetzt nicht nach dem Motto machen, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ich würde es gerne noch mal auf den Punkt bringen. Die Frage, die Sie ja mit Sicherheit vor allem bewegt, ist, was machen Sie denn jetzt? Ja, wir haben ausführlich dargestellt, was wir gemacht haben. Was wir machen, sind im Prinzip, sag ich mal, vor allem drei Dinge. Es geht zum einen um Aufklärung. Diese Aufklärung werden wir nicht nur im Hessischen Landesverband machen, sondern bitten hier eben auch die Bundespartei und die entsprechenden Vertrauenspersonen und externe Expertinnen und Experten um Unterstützung. Zum Zweiten die Fragestellung, wie soll denn nun Prävention eigentlich zukünftig gestaltet werden? Wie sollen sichere Räume entstehen? Da setzen wir auf Fortbildung und diskutieren dann auf unserer nächsten Landesvorstandssitzung, die am 30. April stattfinden wird, genau diese Idee, die Jan Schadowski vorhin gerade gesagt hat, ob wir verpflichtende Schulungs, nicht nur Angebote, sondern Bitten um Schulung dann auch für unsere Funktionärinnen und Hauptamtlichen dann eben auch beschließen. Und zum Dritten die Fragestellung des Awareness-Konzeptes. Dieses Awareness-Konzept, was Ihnen vorliegt, was wir Anfang März bereits beschlossen haben, muss jetzt auch nochmal aktualisiert und überarbeitet werden im Lichte der Vorwürfe und der Themen, die jetzt hochgekommen sind. Es wird ja mit Sicherheit so sein, dass jetzt auch in Zukunft noch weitere Dinge zu erwarten sind. Es wird geredet von weiteren Betroffenen, die sich gemeldet haben. Jeder einzelne Fall muss für sich untersucht werden und es muss geklärt werden, letztendlich, was ist da dran an diesen Vorwürfen und auch welche Konsequenzen sind zu ziehen. Und es sind selbstverständlich auch persönliche Konsequenzen, die dann auch folgen müssen, wenn sich Vorwürfe dann eben als wahr erweisen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich sagen dazu, im Wiesbadener Kurier, es ist ja schon geschrieben worden, dass Mariana Schott ausgetreten ist aus der Linken. Mariana Schott war meine Kollegin als stellvertretende Landesvorsitzende. Nicht nur ich bedauere das, sondern wir bedauern, dass außerordentlich bei Mariana Schott sich außerordentlich große Verdienste erworben hat um den Aufbau der Linken hier in Hessen. Sie war ja auch viele Jahre im Landtag aktiv gewesen. Das finden wir sehr, sehr schade. Über die Gründe möchte ich jetzt auch gar nicht in Ausführlichkeit reden, weil das eher Sachen sind, da geht es um den Umgang mit den Beschuldigten selbst, ja, weil es ja auch Beschuldigte gibt, die sagen, da ist nichts dran gewesen an dem, was vorgebracht wird. Das ist vielleicht dazu, ja, um das auch gleich
mit abzuräumen. Das von meiner Seite. Vielen Dank. Jetzt ist die Zeit für Nachfragen. Es melden sich schon Einzelne. Ich würde vorschlagen, dass ich einzeln die Fragen aufrufe. Soweit die Pressekonferenz der Linken in Hessen zu den Vorwürfen der sexuellen Übergriffe. Der Vorstand hat Fehler eingestanden und die Opfer um Entschuldigung gebeten. Die Vorwürfe sollen jetzt aufgeklärt werden. Ein Mitarbeiter der Fraktion wurde freigestellt. Ein Parteiaustritt hat es außerdem auch gegeben. Und der Vorstand hat nochmal betont, die Linke sei eine feministische Partei, aber es habe bisher in Hessen offenbar keine Strukturen gegeben, an die sich Betroffene hätten wenden können. Das soll sich jetzt ändern und in der Partei soll es auch Schulungen zum Thema geben. Der Sport hier bei Tagesschau 24. RB Leipzig hat zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Halbfinale gestern Abend mit 2:1 gegen den 1. FC Union Berlin durch und trifft nun im Endspiel am 21. Mai in Berlin auf den SC Freiburg. In Leipzig war Dampf in der Schüssel. Erstmals kamen 47.000 Zuschauer. Das ist Rekord nach dem Umbau. Union Berlin punktet mit Mentalität und mit Laufstärke. In der 25. Minute war Leipzig nachlässig auf der linken Abwehrseite. Trimmels Wahnsinnspass verwandelte Giraldo.